There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. It's Michi ist mit dabei und wir sind am Flowtrail Stromberg und zeigen euch heute mal den Anfängerparcours. Ne? Weil ich bin mit dem Fokus hier und ihr wisst ja, wie ich mich immer an das Fokus gewöhnen muss. Deswegen müssen wir unbedingt auf den Anfängerparcours und ja, den möchte ich euch einfach mal zeigen. Der Learn to Ride Park, das hat ja vielen gefallen und ich glaube, ich wusste nicht, dass es diesen Anfängerparcours hier gibt. Ich habe auch keine Ahnung, wo der ist und deswegen schauen wir uns das heute gemeinsam an. Viel Spaß! Ersten Kurs. Ich müsste auf der Mitte von dem Waldweg sein sozusagen. Leute, wir sind angekommen. Ich habe es euch ja schon ein bisschen gezeigt. Die Michi ist am Pumptrack fahren. Ich schaue mir das Ganze gerade hier von außen an. Ihr habt schon ein paar Runden gedreht. Habt ihr auf der GoPro gesehen. Ist eigentlich alles da, was man so braucht, um so ein bisschen sich einzugrooven aufs Fahren. Hier vorne, von hier sozusagen, kommen zwei Table. Ihr habt dann eine schöne Anfahrt. Ich habe eben ein bisschen zu viel reingetreten, dann war es schon gar nicht mal so gut. Aber wenn man einfach laufen lässt, dann passen die zwei Sprünge eigentlich schon ganz gut. Dann seht ihr von hier oben den Pumptrack. Hier auch richtig cool gebaut. Jetzt muss ich hier nur sicher wieder runterkommen. Sogar mit dem Fokus ging der Pumptrack ganz gut. Dann dieses kleine Ding da, um Steilabfahrten zu üben. Zwei Drops, dann so ein paar Skinnies. Wie North Shore mäßig, so ein bisschen Gleichgewicht zu trainieren. Ist eigentlich echt cool, so zum Eingrooven und zum ja, Üben einfach. Wenn man das allererste Mal hier ist, kann man sich hier austoben, warm fahren und dann halt zum Beispiel mit dem Wild Hawk anfangen. Was sagst du? Zu was? So, hier. Ist cool. Anstrengend. Ja, Pumptrack fahren ist anstrengend, ne? Voll ackern. Ach ja, und so eine Wippe gibt es auch noch. Aber ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal rüber zum eigentlichen Trail, ne, und fahren uns da ein bisschen ein, oder? Ja. Das ist weniger anstrengend als Pumptrack fahren. Ja, ich glaube auch. Gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Der Weg zum Übungsparcours ist übrigens wirklich leicht zu finden. Der ist eigentlich überall ausgeschildert und wenn ihr ganz normal oben zum Start fahrt, wo man sich ja meistens das allererste Mal trifft, dann ist das ganz easy. Es ist ausgeschildert mit Schildern auf allen Seiten. Es gibt eine schöne Karte und es sollte eigentlich kein Problem sein, egal von welchem Parkhaus ihr kommt, das Ganze zu finden. Man muss halt einfach nur wissen, dass das Teil hier existiert und ich zum Beispiel hab's erst jetzt herausgefunden, dass es das gibt und ich bin jetzt schon das zweite Mal hier und habe dann ja das erste Mal jetzt erst diesen kleinen Park besucht. Aber jetzt geht's erstmal ab auf die eigentlichen Strecken.
nicht auf die Bäume gucken. Ich bin immer wieder erstaunt, wie geil das Ganze hier gebaut ist. Und mit dem richtigen Speed kommt man hier eigentlich echt wirklich über jeden Sprung drüber. Und das, obwohl ja das Focus echt ein dicker Klopper ist. Und ich fühle mich einfach echt hier immer richtig, richtig wohl mit meinem E-Bike. So Leute, wir sind wieder im Tal. Die arme Michi ist richtig platt. Ich habe auch keinen Motor. Ja, aber es ist ja bergab jetzt nicht... Ja, ist ja eigentlich nicht anstrengend, ne? Ist ja nur bergab. Ja, bergab ist halt nicht anstrengend. Allgemein nicht. Ja, wir machen jetzt eine kleine Trinkpause hier. Und eine kleine Snackpause. Übrigens, diese Oat Kings hier, habe ich ja schon ein paar Mal in der Instagram-Story gehabt. Könnt ihr auch 15% sparen. Code DAYA15 ist in der Videobeschreibung. Und der Hersteller ist halt nicht nur Oat King, sondern LSP Sports. Da gibt es Supplements und so ein Kram. Ich arbeite schon... Ich habe 6 Jahre mit denen zusammen und habe da die Partnerschaft. Also wenn ihr da irgendwas braucht, 15% Rabatt und ich habe ein bisschen auch was davon. Das wäre mega cool. Freue mich, wenn ihr das supportet. Und die Dinger sind wirklich lecker. Ich habe hier Cherry Almond und der ist echt mein Favorite. So, wir geben der Insta360 One RS übrigens noch eine Chance. Die Michi testet das jetzt mit dem 360 Grad Ding, weil... Ja, sie halt, weil sie klein ist, immer sehr nah am Lenker ist und dann ist immer das Problem, dass man halt nicht so viel sieht, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ich nehme jetzt die Insta360 One, ne, Go 2, so, war so komplizierte Namen, ne? Nehme ich jetzt mit und hole dann gleich die GoPro wieder, wenn hier der Akku leer ist, weil da hält der Akku einfach nicht so lange. Aber ich blende euch auf jeden Fall ein paar Aufnahmen von der One RS ein, wie das dann bei der Michi aussieht. Ich glaube, hier werden sich beide Kameras ein bisschen schwerer tun wegen der Lowlight-Performance. Aber naja, schauen wir mal. Thank you.
So Leute, Tag geschafft am Flowtrail Stromberg. Ich mag es echt gerne hier mit E-Bike, ohne E-Bike, ein bisschen krass. Und mich haben jetzt hier echt irgendwie die Tiere vergewaltigt. Ja, Michi hat so einen guten Tag. Ja. Ja. Die Michi hat jetzt Hunger und Durst und Kopfschmerzen. Und deswegen müssen wir uns jetzt ganz schnell beeilen. Deswegen abonnieren, kommentieren, der Michi gute Besserung wünschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.